Philipp Schrangel von der FPÖ ist der nächste Redner. Sehr geehrter Herr Kollege Schönecker von der ÖVP, die Familienpartei ÖVP. Ich finde schon, dass es sachlich gerechtfertigt ist, dass der historische Gesetzgeber 1811 in der Ehe zwischen getrennt geschlechtlichen Partnern festgesetzt hat, dass es, na, ich sag's Ihnen nur, das festgesetzt hat, dass aus der Ehe, wenn möglich, Kinder entspringen sollen. Ein Staat muss danach trachten. Ja, Sie mögen das anders sehen von der SPÖ, aber ich sage es Ihnen, na, es ist meine Meinung und auch diese muss gehört werden. Sie können sich nachher zu Wort melden und das sagen. Meine Meinung ist, ein Staat muss danach trachten, sein Staatsvolk auszubauen und zu erhalten. Und daher muss aus einer Ehe zwischen getrennt geschlechtlichen Partnern, wenn möglich auch Kinder entspringen. Dass wir von einer rechtlichen Gleichstellung in Erbsachen, im Eintreten in Mietverträgen und so weiter. Liebe und Sexualität ist eine Privatsache und sie soll auch privat bleiben. Und wir sind natürlich für die rechtliche Gleichstellung, damit die eben voneinander erben dürfen. Aber das haben wir alles, obwohl wir es damals natürlich abgelehnt haben, aber das haben wir alles in dem Partnerschaftsgesetz gemacht. Nur, das ist typisch. 2009 hat die ÖVP gesagt, so und damals, damit mit der Einführung der eingetragenen Partnerschaft wird uns jetzt jede weitere Diskussion erspart bleiben. Damals, ich habe es damit, hat unser Clubobmann Strache und auch unser Generalsekretär Kickl schon damals gesagt, das ist nur eine reine Salamitaktik. Die Grünen werden immer mehr wollen und leider, und das enttäuscht mich unglaublich, ich habe geglaubt, die Neos sind eine frische und neue Partei, aber es ist leider sowas von alt und verzopft, dass ihr auch das, was die Alt-68er fordern, nämlich die Abschaffung der Ehe als der getrennt geschlechtlichen, das ist wirklich peinlich und man sieht eindeutig in Ländern wie Vorarlberg, dass ihr dann auch verlieren werdet und ihr sollt es aus der Geschichte lernen, ein sehr prominenter Bundeskanzler hat einmal gesagt, lernen Sie Geschichte. Das liberale Forum ist daran zugrunde gegangen und das wird auch Ihnen blühen. Ich verabschiede mich daher jetzt schon von Ihnen. Für uns ist klar und wir wissen den Großteil der Bevölkerung hinter uns, die Ehe ist etwas zwischen getrennt geschlechtlichen und der Ehe sollen nach Möglichkeit, und ich wünsche es jedem, der diesen Bund, das fürs Leben eingeht, sollen auch Kinder entspringen. Herzlichen Dank. Die Ehe sei etwas für getrennt geschlechtliche Ehepartner, betont Philipp Schrangel von der FPÖ.